Erzgebrauerei wurde 1996 eröffnet und braut seitdem Biere nach alter deutscher Brauart und natürlich nach dem Reinheitsgebot von 1516. Zutaten für unser Bier: Hopfen, Malz, Hefe und Wasser, mehr nicht. Alle Biere aus unserem Haus sind naturbelassen. Sie werden weder gefiltert noch thermisch behandelt oder anderweitig künstlich haltbar gemacht. Wichtige Inhaltsstoffe wie Phetamine, Spurenelemente und Mineralien bleiben dadurch nach dem Brauen im Bier erhalten. Die Hefe lässt die Würze gären, damit aus einem Teil des Zuckers Alkohol und Kohlensäure entsteht. Nach diesem Vorgang wird in der Regel die Hefe wieder herausgefiltert, es entstehen klare Biere. Bei uns bleibt die Hefe aber, wo sie hingehört, im Bier. Der Aromabaum zeigt die Aromen und die Vielfalt, die bei der Bierherstellung durch die einzelnen Rohstoffe entstehen und die verschiedenen Bierstile prägen. Der Stamm stellt das Wasser dar, es formt den Körper eines jeden Bieres. Die bitteren Biere sind besonders von den Hopfenaromen geprägt, die als grüne Zweige abgebildet sind. Die Aromavielfalt der Hefe ist gelb abgebildet, wie das typische Bananenaroma des Weizenbieres. Die süßlichen Biere, durch die orangefarbenen Zweige dargestellt, werden von den Aromen des Malzes geprägt. Nach dem Gären wird das Bier in großen Tanks bis zu 30 Tage gelagert, um es reifen zu lassen. Für den Ausschank in den anderen Watzgehäusern wird das gebraute Bier in Transportfässer gefüllt. Im Brauhaus selbst wird das frische Bier über ein aufwendiges Leitungssystem verteilt. Ganz wichtig nach dem Brauvorgang: die Qualitätskontrolle des Bieres. Von unseren Brauern persönlich wird das Bier in das Watzke am Goldenen Reiter, in das Watzke am Ring sowie in Watzkes Wurstküche ausgeliefert.